bleibt, außer den Fotos? Ja, was bleibt, ist, dass ich viel gelernt habe. Wir haben Elektrizität, wir haben Wasser, wenn wir es nun möchten. Das gibt es da alles nicht. Kinder können zur Schule gehen. Man ist frei. Das ist ein ganz, ganz großes Gut, habe ich gemerkt. Und ich habe auch gelernt, dass die Leute doch alles wieder neu anfangen, mit großer Mut und sehr, sehr fast freundlich geblieben sind und sich alles teilen an Essen und Trinken, was es da gibt. Mhm. Also das sind für mich Sachen, die trotz der Schwierigkeiten. Trotz der Schwierigkeiten bemerkt habe, und dafür habe ich ganz, ganz großes Respekt. Da kann man noch wohl viel von lernen. Das wird also nicht die letzte Reise gewesen sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass viele machen es können. Gibt es schon Pläne? Ja, Pläne gibt es, aber kein Geld. Ja, ich möchte zurück. Ja. Eineinhalb Jahre, um nochmal zu gucken, wie es den Leuten so geht und was es Neues gibt, was wieder aufgebaut ist, was für Schulen und für Kinder gemacht ist, dass sie wieder lernen können, dass sie wieder ein normales Leben führen können. Und das stimmt, auch die Schulen waren zerstört. Alles war platt, wirklich alles war platt. Und ich hoffe, dass man den Kindern die Gelegenheit gibt, nicht den Hass aufzuwachsen, aber als Menschen, die in Frieden weitergehen können. Aber ich denke, das ist sehr schwierig, weil es eine ganz schwierige Region ist mit vielen Problemen. Und ich erwarte eigentlich, dass es noch eine ganze Weile so durchgeht. Es geht ja auch schon eine ganze Weile. Viele werden in ihrem Leben kaum etwas anderes kennengelernt haben als Krieg. Ja doch, Kinder von 7, 8, 9 Jahren, ja, die haben nur Krieg, anderes, ne? Krieg erlebt und Verlust von Eltern, Geschwister, Familie, Haus, Wohnung, Spielzeug, alles, was die hatten. Weil Syrien ist sehr, sehr selbstständig. Die machen und produzieren alles selbst. Aleppo war eine wunderbare Stadt. Ich habe Bilder gesehen aus den 1980er Jahren. Eine wunderschöne Wunderbar. Stadt. Freunde von mir haben da gewohnt und gelebt. Und ich habe Bilder gesehen aus dieser Zeit. Und dann ist die Stadt überhaupt für mich unerkennbar. Und ich möchte so gerne, dass Menschen und sicher die Kinder es wieder besser können. Ja.